Herzlich willkommen auf meinem YouTube-Kanal. Nein, dieses Video ist kein weiterer Reisedokumentarfilm, sondern es gehört zu einer eigenen Reihe, in der ich euch mal meine Tipps zu einem bereisten Land von mir vorstellen möchte. Im heutigen Film geht es um das Land Japan. Ganz wichtig an der Stelle, es handelt sich um Tipps für den Erstkontakt, damit man sich schneller zurechtfinden kann. Über die verlinkten Zeiten in der Videobeschreibung könnt ihr Kapitel auch direkt anspringen. Sehenswürdigkeiten nenne ich hier mal nicht, die seht ihr dann in meinem eigentlichen Reisedokumentarfilm, den ich euch hier oben noch einmal verlinkt habe. Auch wichtig, es handelt sich um persönliche Eindrücke mit Stand meiner damaligen Reise. Das kann also auch schon ein paar Jahre her sein und will sagen, manche Details können sich geändert haben. Ihr solltet euch also nie ausschließlich auf die Informationen in diesem Video hier verlassen, sondern euch darüber hinaus informieren. Deshalb alle Angaben ohne Gewähr und übergeordnet gelten die jeweils aktuellen Informationen des Auswärtigen Amtes. So denn, beginnen wir mal mit meinen Tipps zur Anreise. Die Anreise erfolgt zum Beispiel per Direktflug mit All Nippon Airways oder kurz ANA. Der Nachtflug startet oft gegen 21, 22 Uhr in Frankfurt. Direktflüge, ja, die liegen meist so im Bereich zwischen 1.100 und 1.400 Euro. Preiswerter sind Umsteigeverbindungen, in meinem Fall zum Beispiel über Hongkong oder Dubai oder, naja, whatever, einen großen Hub eben. Meist kommt man am Flughafen Narita an und der liegt ziemlich weit außerhalb der Stadt von, ja, Tokio. Vom Flughafen bis zum Tokio Hauptbahnhof gibt es eine Schnellzugverbindung, den sogenannten Narita Express. Die Fahrt dauert genau eine Stunde. Tickets kauft man infolge des Expressaufschlages am besten nicht an einem Automaten, sondern an einem normalen Schalter. Zumindest ist das meine persönliche Erfahrung. Auf dem Ticket ist dann auch der Sitzplatz automatisch gleich mit aufgedruckt, ist also reserviert. Und weshalb eben alle Wagen des Next reserved sind. Zur Einreise brauchen deutsche Staatsbürger einen Reisepass, der noch mindestens 6 Monate über die Reise hinaus gültig ist. Am Immigration-Schalter muss die ausgefüllte Arrivals-Karte abgegeben werden, die zuvor im Flugzeug ausgestellt wurde oder man eben noch kurz vor der Immigration ausfüllt. Besucher werden biometrisch erfasst, das heißt, es wird ein Porträtfoto gefertigt und Fingerabdrücke beider Zeigefinger gescannt. Weiterhin wurde an Bord eine Zollkarte ausgehändigt, die nach der Immigration eben beim japanischen Zoll abzugeben ist. Das Land Japan ist auf einer Inselwelt beheimatet. Das Terrain zeigt sich teils sehr hügelig. Die Ballungszentren sind dicht besiedelt und es wird jeder Platz genutzt. Zum Beispiel um die Stadt Tokio fährt man erstmal ewig lang aus einem, ja, Meer von Häusern im urbanen Speckgürtel heraus. Hier ist auch das Land selbst noch relativ flach. Fährt man etwas weiter raus, trifft man auf Japans hügelige grüne Landschaften. Speziell der Mount Fuji, Japans berühmtester Berg, ist weithin sichtbar. Entfernt man sich rund 100 Kilometer von Tokio, kann man den Bergriesen schon von Weitem mit seiner, ja, markanten Spitzkegelstruktur erkennen. Am besten auch noch wohl zur Frühlingszeit, wenn er noch so leicht mit Schnee bedeckt ist und die Sicht nicht gar so wolkenreich und vor allem diesig ist. Der Japaner selbst ist allzeit höflich, aber man merkt schon eine, ja, gewissermaßen deutliche Sprachbarriere. Englisch wird nur bruchstückhaft gesprochen oder gar nicht verstanden. Am besten aber noch in den größeren Städten und hier noch speziell an touristisch interessanten Punkten. Im öffentlichen Leben ist aber alles zweisprachig oder eben vieles zweisprachig gestaltet und das heißt also neben dem Japanischen gibt es auch eine englische Beschriftung. Ja, und eben wegen der Sprachbarriere wird man auch nicht so einfach angesprochen wie eben zum Beispiel in Indochina. Sprechen die Leute dann doch mal wenigstens etwas Englisch, wird man seltener angesprochen, wo man denn herkäme. Aber auch dann gestaltet sich die Kommunikation tendenziell schwierig, weil der englische Wortschatz nicht gar so ausgeprägt ist. Als Europäer fällt man indes einfach auf. Auf, ja, westliche Touristen stößt man speziell an den typischen Touri-Hotspots. In Sachen Infrastruktur ist Japan aber wirklich gut durchdacht. Es wird großen Wert auf Barrierearmut gelegt. Bürgersteige haben durchgehend für Sehbehinderte spürbares Absatzpflaster. Sind Bürgersteige von Baumaßnahmen betroffen, werden für Sehbehinderte spezielle Gummimatten darüber gelegt, damit die sich orientieren können. Überall gibt es Getränkeautomaten, die fallen auch, ja, extrem auf. Und auch vor allem viele Toiletten. Leider relativ wenig Mülleimer sind mir aufgefallen. Nach kurzem Studium ausgehändigter Informationen findet man sich aber eigentlich relativ schnell zurecht. Manche Spots, zum Beispiel Bahnhöfe oder U-Bahn-Stationen, sind jedoch derart überlaufen, dass man sich hier in den langen Strom wie in einem Strom der Lemminge einreihen muss. Weiterhin fallen die besonderen Formen des Umgangs und Achtung voreinander auf. Werden Dinge übergeben, also Geld, Kreditkarten, Rechnungen, tut man dies stets mit beiden Händen gleichzeitig.
An Baustellen stehen oft ein bis zwei so Aufpasser rum, die Passanten oder Radfahrer in Uniform und mit weißen Handschuhen versehen, um den Gefahrenbereich herumleiten. Zum Rauchen in der Öffentlichkeit gibt es speziell dafür eingerichtete Bereiche oder abgeschlossene Räume, sodass Nichtraucher nicht gestört werden. Der Zeitunterschied zur deutschen Sommerzeit beträgt plus 7 Stunden. Für die japanischen Steckdosen ist ein Adapter notwendig. Es handelt sich um denjenigen, den man auch von den USA her kennt, also den mit den zwei parallel stehenden Stiften. Das Netz ist sehr stabil und zumindest ich habe keine einzigen Stromausfälle erlebt. Internet ist in den Hotels meist inklusive und recht schnell. Ein Internetreiseblogger verwies einmal darauf, dass es für Ausländer allerdings recht aufwendig und teuer sein kann, eine SIM-Karte für Sprachkommunikation zu erwerben. In meinem Fall habe ich eine Datenkarte bei einem Anbieter im Internet zusammen mit dem Japan Railpass, dem Flatrate-Zugticket, erworben. Also schon vorab. 3 GB für 15 Tage haben mich 24 Euro gekostet. Vor Ort lockte sich dann das Smartphone beim Netzbetreiber Docomo ein. Damit der Service nutzbar wird, muss noch ein APN-Profil aus dem Internet heruntergeladen werden. Dazu ist mindestens einmal eine WLAN-Verbindung am Smartphone nötig. Das Netz selbst ist im Untergrund und an Bahnhöfen in Tokio schnell und hat allzeit volle Balkenzahl. Das APN-Profil ist dann aber zu Hause wieder zu löschen, wenn man sich hier hierzulande ins Netz einloggen möchte. Und auch sonst ist die Netzabdeckung in Japan von wirklich sehr guter Qualität. Deutsche Autofahrer können in Japan ein Fahrzeug anmieten und fahren. Allerdings ist neben dem internationalen Führerschein eine japanische Übersetzung nötig. Diese kann man zum Beispiel direkt in Japan bei der Führerscheinstelle bekommen, was aber vor Ort eben Zeit bedarf, die man gegebenenfalls nicht dafür einsetzen will. Über das Internet kann man eine Übersetzung von Dienstleistern beziehen, die gegebenenfalls auch bis zu 60 Euro kosten kann. Mietwagen finden sich indes recht einfach über einschlägige, ja, Vergleichsportale. In Japan herrscht Linksverkehr, auch gelebter in allen Lebenslagen. Das heißt, auf der Straße fährt man links, Züge fahren links, auch Rolltreppen laufen links in Vorwärtsrichtung. Hier heißt die Devise ohnehin links stehen, rechts gehen. Das wird im öffentlichen Leben meist auch strikt eingehalten. Fußgänger laufen auch tendenziell links aneinander vorbei. Im Vergleich zu Indochina fahren in Japan aber nicht so viele Motorräder auf den Straßen. Aufgrund der engen Platzverhältnisse gibt es in Ortschaften sehr viele kleine, enge Straßen. Das ist wohl auch ein Grund, warum im Straßenverkehr eher kompakte, kleinere Fahrzeuge unterwegs sind. Man sieht viele Autos, die kastenartig vorn und hinten abgeschnitten zu sein scheinen und speziell für den hiesigen Markt produziert wurden. Geht man in kleinere Seitenstraßen, kann man zudem beobachten, dass diese kompakten Autos auch gerade so auf das Grundstück draufpassen. Ja, und Parkplätze sind hier ohnehin mit einer Art Krallensystem ausgerüstet. Beim Einfahren in die Parklücke ist das Überfahren der Bodenbarriere in eine Richtung möglich. Zum Herausfahren muss man jedoch erst einmal bezahlen, damit sich die Barriere wieder absenkt und man den Parkplatz verlassen kann. Lichtbasierte Straßenverkehrsregeln werden von Autofahrern als auch Fußgängern ernst genommen. Fußgänger bleiben auch an kleinen Sträßchen bei Rot stehen, wenn sich dort überhaupt erstmal kein Auto nähert. Tankstellen heißen hier zum Beispiel Shell, Esso, Idemzu, Eneos oder auch Kygnus. Weitere Ketten existieren aber durchaus noch. Und speziell für Japan muss ich anmerken, dass ich kein Auto gemietet habe, sondern mit dem Zug unterwegs war und das eben nur so, Beobachtungen auf der Distanz waren. Vielleicht sollte mir noch oder mir ist noch aufgefallen, dass es einen Tankwartservice zum Beispiel nicht immer gibt und man kann je nach Tankstelle gegebenenfalls auch mit Karte an der Zapfsäule bezahlen. Das Eisenbahnnetz in Japan ist vorzüglich ausgebaut. Man kommt eigentlich überall hin. Plant man einen Städtetrip, kann man infolge der Parkplatzsituation und speziell Schnelligkeit des Langstreckenzugs Shinkansen auf ein Auto durchaus verzichten. In größeren Städten gibt es dann wieder Nahzugverbindungen und gegebenenfalls ein Metrosystem. Es gibt viele Betreibergesellschaften und Zuglinien. Wechselt man zwischen den Betreibergesellschaften, ist unter Umständen neu zu zahlen. Zum Glück ist das meiste mit der Japan Rail oder kurz JR zu erreichen. Der innere Bereich des Bahnhofs ist mit dem Zugang zu den Gleisen dann durch ein elektronisches, Gatesystem abgegrenzt. Davor gibt es die Möglichkeit zum Ticketkauf entweder an einem Schalter oder an einem Automaten. Meist hängt eine Tafel aus, auf der man dann entfernungsabhängig ablesen kann, was es kostet. Man wählt die Preisstufe am Automaten, erhält das Ticket und geht durch das Gate. Für Fernzugverbindungen gibt es für Ausländer den Japan Railpass. Diesen kauft man schon zu Hause und nicht in Japan selbst.
Ihn gibt es zum Beispiel für 7 oder 14 Tage. Man erhält dann per Post einen Anspruchsvoucher zugesandt, den man im Ticket Office von JR in Japan gegen den eigentlichen Japan Rail Pass eintauschen muss. Dazu ist die Vorlage des Reisepasses notwendig. Mit dem Japan Rail Pass kann man dann so oft Shinkansen und Züge im JR-Verbund im Gültigkeitszeitraum fahren, wie man eben möchte oder eben gerade braucht. Eine Fahrt von Tokio nach Kyoto kostet, soweit ich weiß, schon im Einzelticket 90 Euro und das heißt, es lohnt sich also durchaus. Der Zug fährt in dem Fall die 500 Kilometer mit teils 280 Stundenkilometern. Dinge des täglichen Bedarfs, vornehmend Getränke, aber auch Snacks, kauft man am besten in den zahlreichen 7-Eleven oder Family Mart Stores. Weitere Ketten heißen auch einfach nur K oder Lawson. Diese Stores sind an beliebten Orten und an touristischen Ecken meist überall anzutreffen. Wünscht man speziell Softdrinks, so trifft man de facto alle 500 bis 1000 Meter auf Getränkeautomaten. Je nach Angebot kann man hier auf die Schnelle kalte oder auch heiße Getränke ziehen. Auch Eisautomaten gibt es an manchen Ecken. Die japanische Küche ist als sehr vielfältig bekannt. Da fast alles nur auf Japanisch beschriftet ist, kann die Nahrungssuche aber doch zu einem kleinen Abenteuer ausarten. Zwar sind vor Restaurants oft die gereichten Speisen als Pappmaché präpariert, sodass man sehen kann, was man gegebenenfalls bekommt, aber es bedarf schon der Nachfrage, um ja genau zu erfahren, um was es sich handelt. Oft wird auch viel mit Fisch gearbeitet und Sushi kann man hier sozusagen im Original bekommen. Daneben gibt es auch die üblichen Fastfood-Ketten. Garküchen wie in Indochina findet man eher selten. Ja, und wenn man in ein Restaurant geht, wird man an einen Tisch gesetzt, wie man das zum Beispiel auch aus den USA her kennt. Sobald das Essen ausgeliefert ist, bekommt man auch sogleich die Rechnung auf den Tisch und zahlt an der Kasse. Oft wird auch Wasser kostenlos gereicht. Ein typisches Gericht bewegt sich preislich zwischen 650 und 1300 Yen. Wer es preiswert mag, kann zum Beispiel auch in Food Courts gehen, in dem die Auswahl zudem recht groß ist. Hinter der Shurito-Pagode, wahrscheinlich spreche ich es mal wieder falsch aus, aber gut, ich glaube, ihr wisst, was ich meine, kann man das typische Bild von Japan machen, also Pagode im Vordergrund und den Mount Fuji im Hintergrund. Idealerweise wählt man das Frühjahr zur Kirschblüte oder den Herbst als beste Jahreszeit. Im Hochsommer ist die Bergspitze vom Mount Fuji oft gerne im Dunst eingehüllt. Weiterhin macht es Sinn, die Pagode im Vormittags- oder spätestens Mittagsbereich zu besuchen, weil die Sonne dann noch rückseitig steht. Eintritt wird nicht erhoben, es gibt sogar Wi-Fi in der Nähe, ein WC, eine Zapfstelle für Wasser und einen Parkplatz. Man kann also direkt mit dem Auto dorthin fahren. Die Anreise mit dem Zug indes von Tokio dauert reine Fahrzeit 153 Minuten, einfache Strecke. Und man muss je Strecke mehrmals umsteigen. Von Tokio aus kommend geht's erstmal mit der JR Rail nach Takao und hier steigt man dann nach Otsuki um. In Otsuki muss man dann ein neues Ticket ziehen, weil man dann hier auf eine private Bahnlinie wechselt. Man steigt dann am Bahnhof Shimoyoshida aus und von dort sind es ausgeschildert nochmal 800 Meter Fußweg. Tokio selbst ist eine Großstadt, die aus allen Nähten zu platzen scheint. Man trifft förmlich auf Menschenmassen und man ist nie wirklich allein. Die touristisch sehenswerten Punkte liegen nicht unmittelbar um die Ecke bzw. auf einem Fleck, sodass man trotz Nutzung des Metrosystems zu Fuß immer noch einiges an Strecke auf sich nehmen muss. Es gibt auf jeden Fall viele touristisch interessante Anlaufpunkte. Speziell der Kaiserpalast liegt zentral in Tokio auf einer Insel, das heißt, er ist von einem Wassergraben umgeben. Nur auf seiner Westseite kann man einen kurzen Einblick auf ein markantes Gebäude erwischen, wenn man durch das Sakura Damon Gate geht und den Blick über eine kleine Brücke schweifen lässt. Absolutes Highlight ist natürlich die Shibuya Crossing, jene bekannte Kreuzung, die bei wirklich jeder Ampelphase von Menschen geflutet wird. Am Abend erhöht sich die Anzahl der Menschen sogar nochmals leicht. MRT-Fahrten schlagen typischerweise mit 170 bis 200 Yen zu Buche, ja, und an Automaten kann man Einzelfahrscheine lösen oder auch eine Chipkarte an den MRT-Bahnhöfen kaufen, die für ja letztendlich mehrere Fahrten gültig ist. Speziell an den Haltestellen gibt es auch überall WCs. Ebenfalls in großer Anzahl sind im gesamten Stadtgebiet Getränkeautomaten anzutreffen, aus denen man Softdrinks ziehen kann. Nicht zu vergessen die unzähligen Convenience Stores 7-Eleven oder Family Mart, die Dinge für den täglichen Bedarf vom Snack bis zu Getränken bereithalten. In der Rush Hour, meist morgens so von 8 bis 9 Uhr, sind die Züge gerammelt voll und man hat förmlich Gelegenheit, mit den Japanern zu kuscheln. In dieser Zeit sind Rolltreppen nicht selten schneller gestellt, damit die arbeitende Bevölkerung ihren Arbeitsplatz auch zügig erreichen kann.
Das waren in Kürze meine Tipps für das Land Japan. Ich hoffe, es war etwas Verwertbares für euch dabei, was euch die Planung bei eurer eigenen Reise vielleicht etwas erleichtert. Schreibt doch gerne mal in die Kommentare, falls ihr gewisse Dinge bereits anders empfunden habt. Dann liegt es jetzt an euch, dem Video einen Daumen nach oben, vielleicht auch nach unten zu geben. Das möchte ich euch auf jeden Fall überlassen. Viel wichtiger ist mir aber noch, dass ihr bitte meinen Kanal abonniert und vergesst natürlich auch nicht diese kleine Glocke, damit ihr auch eine Benachrichtigung bekommt, falls ich mal wieder ein neues Video auf meinen Kanal hochlade. In diesem Sinne, vielen Dank fürs Zuschauen, viele Grüße aus irgendeinem fernen Land.